Aloha aus dem Wattislos Backoffice mal wieder. Neue Folge draußen, zugegebenermaßen sehr boulevardistische Frage. Zerstört Iron Man hier gerade den Mythos Hawaii? Es sind ja ein paar Sachen, die im Raum stehen, die für ja, Kontroversen sorgen. Beispielsweise ja, Stichwort horrende Unterkunftskosten, dann das mit den 2 Renntagen. Für nächstes Jahr ist irgendwie auch schon alles klar, obwohl das Rennen noch nicht mehr stattgefunden hat. Ja, sehr, sehr, sehr viele Starterinnen und ja, intransparente Kommunikation seitens Ironman. Das wollte ich mal so ein bisschen aufdröseln und habe mit ein paar Leuten aus der Szene gesprochen. Und ja, ich würde sagen, für mich wurde einiges deutlich jetzt klarer. Und hör gerne mal rein, gib mir gerne ein Feedback. Und dann wünsche ich uns allen viel Spaß beim Streaming-Marathon an beiden Tagen hoffentlich, Donnerstag und Samstag. Und dann hören oder sehen wir uns hier demnächst wieder. Ciao, ciao. Ist hier richtig brutal unabhängig vom Ironman. Und das verstehen viele nicht. Viele denken halt, okay, die ziehen jetzt die Preise für uns hoch, die wollen uns richtig abkassieren. Nein, hier ist es einfach einer der teuersten Orte, an dem man überhaupt leben kann. Und es sind immer mehr Restaurants, die kommen und sagen, also ohne Ironman gäbe es keinen Bonus. Es wäre super toll, wenn Ironman ihre Profis unterstützen würde, zumindest mal mit Unterkünften vor dem Wettkampf, damit auch alle teilnehmen können. Womit Ironman, glaube ich, extrem aufpassen muss, ist die Wertigkeit der Rennen. Wenn ich jetzt so an Ironman denke, dann fehlt mir ein Gesicht. Ich bin immer sehr vorsichtig mit dem sehr gerne genutzten Narrativ des bösen Iron Man. Und ich würde da jedem raten, mal genau hinzuschauen. Iron Man Hawaii. Das ist Mythos, Träumerei, die Verwirklichung dessen, pures Glück, Kult und Schauplatz vieler, vieler Battles gewesen. Und nun ist es wieder soweit. Es ist 5:12 des prestigeträchtigsten Triathlon-Langdistanz-Events. Doch diesmal gibt es einen Twist. Der Beigeschmack zur Windfast Ironman World Championship 2022 ist geradezu aufdringlich und geht wohl an kaum einem Triathlon-Fan vorbei. Denn zum ersten Mal in der über 40-jährigen Geschichte wird der Ironman Hawaii an 2 Tagen ausgetragen. Knapp 5.000 Athletinnen und Athleten gehen an den Start, darunter 107 Pros. Die Profi-Frauen starten am 6. Oktober, am Donnerstag, die Pro-Männer 2 Tage später, am Samstag. Edge-Grouper werden auf beide Renntage aufgeteilt. Das allein hat schon für viel, viel Diskussion und auch Enttäuschung gesorgt. Und hinzu kommen die horrenden Kosten für die Unterkünfte und Lebensmittel. Naja, und wenn du die Triathlon-Medien plus Social Media verfolgt hast, dann wirst du wahrscheinlich auch den Hate rund um Ironman bzw. die Kommunikation oder besser Nicht-Kommunikation bezüglich Kona 22 wahrscheinlich mitbekommen haben. Und zugegeben boulevardistische Frage dürfte nicht ganz unumstritten sein: Zerstört Ironman gerade hier den Mythos Hawaii? Mein Name ist Sören und du hörst den Was ist los Interview Podcast. Und in dieser Folge wollte ich mal aufdröseln, wie es dazu kommen konnte, dass gefühlt alle auf Ironman rumhacken. Wer sind eigentlich die Protagonistinnen, die Entscheidungen fällen? Warum gibt es kaum transparente Informationen? Zum Beispiel, warum werden jetzt schon Entscheidungen getroffen, die das 2023er Rennen betreffen, ohne das kommende Rennen abzuwarten und vielleicht daraus zu lernen? Und stimmt es eigentlich, was man in den Medien so liest, dass es 5-stellige Jahresgehälter benötigt, um das Hawaii-Projekt stemmen zu können? Naja, und ein Blick in die Zukunft, vielleicht auch mit Lösungsvorschlägen, wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Und um all diese Fragen zu beantworten, habe ich mit verschiedenen Leuten aus der Szene gesprochen. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt auch einfach direkt mal ein. Um das alles ein bisschen besser einordnen zu können, habe ich unter anderem mit Ralf Scholt gesprochen. Wir kennen ihn alle. Er ist die Triathlon-Stimme des HR und der ARD-Sportshow. Und Ralf habe ich auch gefragt, ob Ironman eigentlich hier gerade dabei ist, den Mythos von Kona seiner Meinung nach zu zerstören. Ja, ich meine, Schuldfragen sind halt immer gerne beantwortet, sehr schnell beantwortet, ja, noch schneller auf Social Media beantwortet. Da kommt dann gleich die Verurteilung noch hinterher. Ja, das ist ja klar. Das ist ein bisschen natürlich unsere Welt, aber deshalb muss man dem ja nicht folgen. Also ich bin immer sehr vorsichtig mit dem sehr gerne genutzten
Narrativ des bösen Iron Man. Ich wäre da vorsichtig. Und ich würde da jedem raten, mal genau hinzuschauen. Ja, natürlich hat man sehr unterschiedliche Betrachtungsweisen, wenn man als Athletin oder als Athlet irgendwo hingeht, als Medienvertreter, als möglicher Sponsor, als Partner in anderen Bereichen. Jede Community hat andere Erfahrungen mit den jeweiligen Menschen und so weiter und so weiter. Da gibt es endlos Beispiele. Aber das eine als das Seligmachende für Triathletinnen oder Triathleten darzustellen, das andere als die Abzockermaschine aus Florida, ist, glaube ich, einfach Schwarz-Weiß-Denken und das ist einfach Quatsch. Wenn Ralf hier von Seligmachende spricht, meint er übrigens die PTO. Aber zurück zum Ironman Hawaii. Und viele zeigen jetzt mit dem Klammer auf, virtuellen Klammer zu, Zeigefinger auf Ironman. Aber wie kam es jetzt eigentlich zu den ganzen Schlagzeilen rund um das bevorstehende Rennen? Also insgesamt ist das natürlich eine komplexe Gemengelage, die da zusammengekommen ist. Man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen der grundsätzlichen Entwicklung und Tendenz, die Ironman als Marke, aber eben auch natürlich als Ironman Hawaii dann eben als die absolute Stella-Veranstaltung nimmt, und gleichzeitig natürlich allem, was mit der Corona-Pandemie und den Auswirkungen und wirtschaftlichen Entwicklungen zu tun hat. Das sind zwei unterschiedliche Bereiche, die jetzt allerdings zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt zusammenstoßen. Gleichzeitig haben sie natürlich ein Unternehmen weiter forciert, das sich global ganz stark über die Einzelrennen ausweitet. Das führt natürlich zu einer Inflation an Rennen, an weiteren Qualifikanten für die Weltmeisterschaften, also sowohl 70.3 als auch Ironman. Die müssen ja irgendwo hin. Und da ist das Rad sehr, sehr weit gedreht worden. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt eben durch die Kumulation von so vielen Menschen zu weit gedreht worden. Da kommt jetzt halt diese ganze Pandemienummer noch oben drauf und dann eskaliert es. Ob es eskalieren wird, können wir Stand heute natürlich noch nicht sagen. Und vielleicht, ja, tun wir auch alle ganz gut daran, mal den Ball flach oder vielleicht sollte ich sagen, den Kopf in der Aeropose zu halten und einfach mal das Rennen abzuwarten. Fakt ist auf jeden Fall, der Mythos lebt und das wird auch wahrscheinlich erstmal so bleiben. Aber die Frage ist ja, was unternimmt Ironman, dass das auch so bleibt? Weil aktuell ist die gefühlte Wahrheit eine andere. Ich habe das Gefühl, dass Ironman nicht so klar ist, auf der einen Seite, was sie für einen Goldschatz mit dem Ironman Hawaii in der Hand haben und auf der anderen Seite, wie ihre gesamte Unternehmensstrategie die Stellung eben genau von diesem Mythos des Ironman of Hawaii beschädigt. Auf der einen Seite hat es mich schon immer gewundert, das ist ja auch meine Herangehensweise gewesen, als ich Sportchef und damit verantwortlich für die ARD beim HR war, dass die nie eine weltweite Vermarktung dafür gemacht haben. Ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, eine komplette Live-Berichterstattung sicherzustellen, gab es keine Live-Berichterstattung für Fernsehanstalten vom Ironman Hawaii. Das ist in unserem Zeitalter, um es klar zu sagen, lächerlich. Den ist, glaube ich, und das verwundert mich ganz stark, weil ja da Menschen aus dem Marketing der NBA an der Spitze des Unternehmens stehen, denen ist der Marketingwert dieser Veranstaltung, was die weltweite Ausstrahlung angeht, glaube ich, immer noch nicht klar. Ja, und dann wollte ich natürlich auch die Chance nutzen, Ralf in seiner Rolle als Insider zu fragen, wie denn eigentlich die Kommunikation zwischen Ironman und den Medienvertretern abläuft. Der Vertrag zwischen Ironman und ARD und ZDF läuft über die gemeinsame Vermarktungsgesellschaft für sämtliche Sportrechte, das ist die Sport-A. Das ist eine Tochterfirma von ARD und ZDF, die in München sitzt und die verhandeln alle Verträge. Das heißt, diese Verhandlungen finden jetzt nicht zwischen nur dem HR oder dem ZDF oder dem WDR mit XY Sportverband statt, sondern das läuft halt über diese Agentur. Ja, genauso hat Ironman einen Verhandlungspartner, der sitzt in Paris, der sich im Wesentlichen um Mediarechte kümmert. Also man redet da erstmal nicht mit diesen Menschen direkt. Wenn wir hier über Ironman sprechen, ist es natürlich nur fair und im Sinne einer objektiven Berichterstattung, dass dieser Protagonist, der es ja dann auch in diesem ganzen Spiel ist, auch natürlich selbst zu den Vorwürfen und Fragen sich äußern kann. Und dafür habe ich natürlich auch Ironman kontaktiert.
Und wie bzw. ob Ironman auf meine Interviewanfrage reagiert hat, erzähle ich dir zum Schluss dieser Folge. Jetzt beamen wir uns aber erstmal gedanklich knapp 12.000 Kilometer rüber nach Kailua Kona. Und was ist jetzt eigentlich vor Ort? Also wie ist die Lage und wie sehen die Locals eigentlich das ganze Tohuwabohu? Also, wir hören gleich dazu zwei Locals, aber vorab teilt Ralf uns auch nochmal sein Insiderwissen mit, was die Beziehung von Ironman und den Locals angeht. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass es nicht so ist, dass Kona, also als Ausrichterort, oder Hawaii als gesamte Inselgruppe darauf wartet, dass da zwei Wochen lang die Insel lahmgelegt wird für das Rennen. Was man vielleicht verstehen muss, ist, Triathlon hat in den USA keine große Bedeutung. Ne? In Europa, in Südamerika ist das wie Super Bowl, Olympic Games. In den USA ist Triathlon relativ unbekannt. Ne? Viele wissen gar nicht, was das ist. Und deswegen können sich die Leute hier nicht vorstellen, welche Bedeutung das hat für die Sportler, die kommen. Das ist wirklich die Weltmeisterschaft. Das sind die Besten der Besten. Und das ist hier schwer zu verstehen, den Leuten beizubringen. Ja, den du da gerade zum Schluss gehört hast, das ist übrigens Franz. Er lebt seit 1992 auf Hawaii und volontiert bzw. arbeitet jedes Jahr für Ironman. Ja, und es ist natürlich klar, gerade dieses Jahr werden die Einheimischen vor sehr, sehr große Herausforderungen gestellt. Und weil es auf so einer kleinen Insel einfach, es fehlt einfach an Infrastruktur, es fehlt an Logistik, an Arbeitskräften für solch ein Mega-Event. Und Franz hat mir hier erzählt, dass Ironman durchaus bemüht ist, vor Ort den Kontakt zu den Locals zu suchen und gleichzeitig eben auch seinen negativen Fußabdruck zu minimieren. Er meinte zum Beispiel so, dass Ironman hier mit Locals zusammenarbeitet, um zum Beispiel bestimmte Gebiete aufzuforsten. Ranger organisieren den Verkehr und sammeln Müll auf. Und Franz selbst hat mir auch berichtet, dass er in den letzten Jahren mehrmals Equipment von Ironman bekommen hat. Zum Beispiel Rucksäcke und Schuhe für Kinder. Ja, aber ich weiß nicht, das ist halt, um es mal ein bisschen flapsig zu formulieren, so dieses Good Guy Image. Ich weiß nicht, ob man das so einfach abnehmen kann. Weil es kommt hier einem dennoch so der Gedanke, ob das wirklich an der richtigen Stellschraube ansetzt. Oder schon eher in die Richtung, es ist jetzt ein großer Begriff, ich weiß, Greenwashing geht. Ich kann und will mir aber auch hier gar kein Urteil erlauben. Verstehe mich da bitte nicht falsch. Also lass uns einfach mal weiterhören, welche Aspekte hier eben noch mit reinspielen. Es gibt relativ starke Bestrebungen in den Communities, das Ganze deutlich zu reduzieren, vor allem das Ausmaß der Sperrungen zu reduzieren, weil das ist ja verkehrsmäßig einfach sehr eingeschränkt. Es gibt halt nur im Prinzip 1,5 Straßen von zum Beispiel Kona nach Hawi zum Wendepunkt und die Hauptstraße ist gesperrt. Und dann hast du noch die halbe Straße über die Berge, aber das ist alles nicht lustig. Das finden ganz viele Anrainer und Locals überhaupt nicht witzig. Ja, und ich weiß halt, dass vor allen Dingen auch die einheimische Bevölkerung, also nicht die zugereisten oder zugewanderten Amerikaner vom Festland, sondern die halt in Hawaii wirklich zu Hause sind, dass sie ein sehr ambivalentes Verhältnis zu dieser ganzen Veranstaltung haben. Ja, weil man muss das immer auch aus dem Gesamtwinkel betrachten. Wir kommen da aus aller Herren Länder hin, erstmal als Bloody Tourists und wenn dann plötzlich hunderte von Menschen wie die Geistesgestörten durch Ortschaften mit Zeitfahrrädern unterwegs sind, ohne auf rechts oder links zu achten, ja, weil man ist ja in der Vorbereitung zur Weltmeisterschaft, dann ist das jetzt auch nicht nur immer geil, ja. Also deshalb, da muss man sich halt auch darüber im Klaren sein, dass man da Gast ist, ja. Und nicht jeder benimmt sich leider so. Und jetzt wird das Ganze nochmal potenziert. Ja, jetzt hast du nicht 3000 Athletinnen und Athleten und dazu halt natürlich noch Familie, Friends and Family und Anhang und so weiter. Also sagen wir mal so grob 5.000, 6.000 Leute, wie in den vergangenen Jahren, sage ich mal. Ja, sondern jetzt hast du das Ganze mal 3. Ja, das ist mal ein richtiges Brett. Und das stellt halt auch die Logistik, die vorhandenen Kapazitäten, Verkehr, Unterbringung und so weiter vor eine extreme Belastungsprobe. Also du merkst schon, das Thema Ironman Hawaii ist wirklich komplex und vielschichtig und dennoch, bei all dem Pain mit den steigenden Preisen, wurde mir auch nochmal klar in den Gesprächen, dass die Locals diesen Pain ja täglich erleben.
Wir kommen jetzt gleich noch zu den Streitthemen zwei Renntage und der aktuelle Preiswucher, aber vorab hören wir nochmal zwei O-Töne, die dir auch nochmal ein besseres Gefühl geben sollen, was Ironman jetzt eigentlich konkret tut, nur was man vielleicht als Außenstehender gar nicht so mitbekommt. Und neben Franz' Meinung hörst du ja auch noch die von Florian Böcke. Vielleicht kennst du ihn ja noch von YouTube oder von seinem Pro-Dasein bzw. von seinem Triathlon-Coaching-Business. Flo lebt seit einem Jahr in Kona und hat dadurch natürlich auch viele Insights, die er mit uns teilen kann. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem, was wir als Locals mit Ironman haben, dass das Ironman die Zeit ist, wo hier die meisten ihr ganzes Jahr machen. Viele Restaurants verdienen hier das meiste Geld für das Jahr. Ja? Also wirtschaftlich hilft uns das extrem. Aber wie gesagt, das Verhalten ist halt wirklich so, dass wir da oft Probleme sehen. Deshalb haben wir hier diesen Reel gemacht auf Instagram, um einfach mal so ein bisschen auf eine lustige Art und Weise zu zeigen, was nicht gemacht werden sollte. Ja, also da gibt's halt, wie gesagt, Verkehrsregeln ignorieren viele, legen sich da mit Autofahrern an. Viele, die aus Europa kommen, denken, dass jeder Autofahrer auf sie Rücksicht nimmt, was nicht der Fall ist, gerade wenn wir hier in unseren gelifteten Trucks unterwegs sind, da siehst du Radfahrer einfach oft nicht, ja. Und dann zu denken, nicht gucken zu müssen, ist halt fatal für viele. Und das ist auch immer so eine Sache. Also wie gesagt, das Verhalten der Ironman-Athleten ist halt das, was oft aufstößt. Und was ich euch sagen kann, vor allen Dingen für europäische Athleten, tippt. Die Leute, die leben hier, ist ja nicht wie in deutschen Restaurants, gibt auf jeden Fall mindestens 20% obendrauf auf die Rechnung als Tipp, weil davon leben die Server. Und das ist immer sehr, sehr wichtiger Punkt. Und versucht euch einfach so zu verhalten, als wärt ihr irgendwo zu Gast. Ich weiß, viele machen es, aber die schwarzen Schafe, die es nicht machen, die stoßen dann heraus und ruinieren es für alle. Jeden Monat ist einmal, was heißt Kalua Stroll. Da ist so ein Straßenfest sozusagen in der Stadt. Und da hat auch ein Mensch Stand. Und da wird auch ein bisschen erklärt, was sie tun, wie sie es machen. Und es sind immer mehr Restaurants, die sagen, also ohne Ironman gibt's keinen Bonus. Die bringen das extra Geld rein, damit wir einen Bonus zahlen können am Jahresende, das uns wirklich dann profitabel macht. Apropos Geld und Profitabilität, spulen wir mal zum Streitthema Kosten vor. Ja, ich meine, ja, Hawaii-Trip, okay, das wird immer richtig teuer. Plus, minus, was sind das, 10.000 oder so, von dem man spricht? Also absolut kein Schnäppchen, das ist ein No-Brainer. Aber dieses Jahr ist es halt besonders krass. Und wenn du da die Triathlon-Medien bzw. News verfolgt hast, da schlackern einem ja die Ohren, was da für astronomische Zahlen genannt werden. Aber bevor wir da mal differenziert uns ein Urteil bilden, habe ich Flo und Franz auch nochmal gebeten, das einmal vielleicht ein bisschen aufzudröseln, was da eigentlich genau los ist. Seitdem das letzte Mal stattgefunden hat, gibt es definitiv weniger Airbnb-Plätze und es ist einfach, viele Leute sind während Corona hergezogen. Ja, also es ist auch einfach viel, viel überfüllter jetzt schon. Wenn ich es vergleiche vor drei, vier Jahren vielleicht, da war die Stadt im Sommer ausgelaucht und niemand war hier. Und jetzt mittlerweile ist es so crowded, ohne Touristen schon. Also spielen halt mehrere Faktoren mit rein. Und dann zu einer gewissen Art und Weise sind jetzt auch die ganzen Hauspreise explodiert. Während Corona Einfamilienhäuser, die 600.000 gekostet haben, kosten jetzt über 1 Million. Das sind natürlich alles Kosten, die steigen und dann überall wird mehr Geld verlangt. Dann muss man auch dazu sehen, dass wir in der Insel irgendwo auf dem Pazifik sind. Deshalb gehen da natürlich auch die Lebensmittelpreise hoch. Das ist die andere Sache, die viele immer nicht sehen. Da gibt es auch viele Athleten, die herkommen und sagen, hey, warum muss ich hier so viel für Nahrungsmittel zahlen? Das ist alles Gier. Ich muss das hier jeden Tag zahlen. Es ist hier richtig brutal, unabhängig vom Ironman. Und das verstehen viele nicht. Viele denken halt, okay, die ziehen jetzt die Preise für uns hoch, die wollen uns richtig abkassieren. Nein, hier ist es einfach einer der teuersten Orte, an dem man überhaupt leben kann. Ja, das muss man halt auch einfach mal so sagen. Dann kommt noch die Situation dazu, dass hier viele Sachen aufgekauft wurden von Leuten, die hier noch nicht lange gelebt haben und auch viele Vacation Rentals gekauft wurden. Und dann solche Sachen passieren, dass die halt ja die Preise einfach anziehen. Ich habe jetzt schon von einigen gehört, ja, ich hatte was gebucht. Und das wurde gecancelt und dann jemand hat mir den dreifachen Preis sozusagen wieder angeboten. Das treibt natürlich auch die Leute weg. Also viele Faktoren, die hier reinspielen, diese ganze Situation.
Was ich dir aber sagen kann, aufgrund dessen, dass wir hier ganz guten Kontakt zu der Ironman Base haben, auch zu den Veranstaltern, dass sie definitiv nicht wollen, dass das Ding hier irgendwie rausgetrieben wird. Kleiner Fun Fact am Rande, ich habe ja Bachelor Master in BWL gemacht und eins der absoluten Hassfächer war definitiv Mikroökonomie. Und da ging es eben ständig um Marktgleichgewichte und warum ich dir das erzähle. Also viel ist definitiv nicht hängen geblieben. Was ich mir aber gemerkt habe, ist, dass ein Nachfrageüberhang immer, ich sag mal, suboptimal für die Preisentwicklung ist. Zumindest aus der Konsumentensicht. Und woanders kosten Zimmer durchaus jetzt Mauna Lani oder so, kann man 1.200 Dollar bezahlen. Hat überhaupt nichts mit Ironman zu tun. Na, das ist also nicht das Ironman, das es teuer macht. Die Rates sind so hoch. Hängt damit zusammen, es gibt weniger, es ist schwierig, Arbeitskräfte zu kriegen. Das heißt, man muss mehr bezahlen, man kriegt aber weniger Leute. Das heißt, es ist schwierig, ein Hotel voll aufzumachen. Das heißt, die haben weniger Zimmer zur Verfügung und müssen aber den Umsatz machen. Und die Nachfrage ist sehr hoch. Was auch dazu kommt, die Amerikaner, das sollte ich ja nicht sagen, aber die haben ja ein bisschen Angst, manchmal außerhalb zu gehen. Jetzt mit Covid. Und das heißt, die wollen alle in den USA Urlaub machen. Das heißt, der Anzahl von Amerikanern, die in Hawaii Urlaub machen wollen, ist extrem gestiegen und hat mehr als ausgeglichen alle Japaner, Europäer, die alle nicht kommen. Und dadurch ist es immer Angebot und Nachfrage. Und deswegen ist die Nachfrage extrem hoch. Und deswegen, die Preise sind so in den letzten 3 Jahren ungefähr 30-35% gestiegen. Vielleicht hast du ja auch von diesem besagten FAZ-Artikel mitbekommen. Dieser ist im Juni erschienen und wie ein Lauffeuer durch die Szene rumgegangen. Und dort drin ist eben zu lesen, dass man für zum Beispiel ein 3-Sterne-Apartment in Kona bei 12 Nächten knapp 13.800 Euro, also mehr als 1.000 Euro pro Nacht hinblättern muss. Und in dem Artikel gibt es eben noch 1-2 andere solcher Beispiele, wo man natürlich den Eindruck bekommt, dass das die Realität ist. Und meine, immerhin ist es die FAZ, eine sehr, sehr große, relevante deutsche Tageszeitung. Aber man darf und sollte eben auch das hinterfragen, weil, ja, leider haben das eben auch die Triathlon-Medien einfach so scheinbar übernommen. Denn der Faktencheck ist eigentlich easy gemacht. Ich habe nämlich mal Mitte September Booking.com gecheckt und ich habe dieselben Daten eingegeben. Also 12 Nächte, Kailua Kona und mir wurden hier Stays für 130 bis 150 Euro die Nacht angezeigt. Also klar, ich meine, das ist nicht billig, aber weit, weit entfernt von diesen Horrorsummen. Also keine Ahnung, was da los war. Das deckt sich übrigens auch mit den Angaben von Alex Siegmund. Wir kennen ihn alle, unseren Sockensigi. Und ich denke, ihn brauche ich nicht weiter vorstellen. Also ich zum Beispiel zahle 140 Dollar pro Person pro Nacht. Das kann ich relativ transparent sagen. Das ist weit entfernt von diesen 1.000 Euro pro Nacht pro Person, die überall immer genannt werden. Hat natürlich aber auch den Grund, dass ich mich relativ früh qualifiziert habe und vor diesem unglaublichen Ansturm buchen konnte. Jetzt ist natürlich die Frage, wie es dann die nächsten Jahre werden würde. Aber ich glaube, bei doppelter Anzahl an Startern werden die Vermieter checken, dass sie da höhere Preise nehmen können. Und ich glaube, dass die Entwicklung einfach nicht gut ist für den Sport, nicht gut ist für die Leute, die in den Sport kommen und den Ironman Hawaii als Ziel haben oder als Traum haben, was ja vielen Triathleten so geht, weil es de facto irgendwann darauf hinauslaufen wird, dass sich viele Leute, vor allem jüngere Leute, die vielleicht noch studieren oder gerade mit dem Job angefangen haben, den ganzen Spaß nicht mehr leisten können. Um das zu verstehen, wie Medienberichterstattung teilweise eben auch leider manchmal funktionieren kann, musst du wissen, dass es gibt ja die deutsche Presseagentur, DPA. Und vielleicht ist dir schon mal das Kürzel DPA am Anfang eines Artikels oder unter einem Bild aufgefallen. Was ist jetzt die Pointe? Also am 27. September erschien quasi zeitgleich bei der Welt, bei der Süddeutschen, bei NTV und auch bei lokalen Blättern, wie zum Beispiel beim Westfalenblatt, jeweils. Und da muss ich schon wieder schmunzeln, weil es eigentlich so fast absurd ist. Es erschien fast jeweils der identische Artikel, ja, mit den gleichen Textaussagen, mit den gleichen oder mit denselben Zitaten. Und die Redakteurinnen haben hier sich nicht mal die Mühe gegeben, die Sätze vielleicht umzuformulieren oder ein Quäntchen Neues reinzubringen. Ja, ich meine, was okay ist, also so funktioniert das halt nicht. Man kauft Informationen, in dem Fall hier von der DPA.
Aber so entsteht halt auch dieser Schneeballeffekt, wie mit dem Beispiel der krassen Unterkunftskosten pro Nacht, was de facto so auch einfach nicht die Wahrheit ist und was einfach, wie es Florian sagen würde, Garbage, Bullshit ist. Und ja, das lassen wir einfach mal so stehen, würde ich sagen. Das sind alles so Entwicklungen, da kann ja Ironman nichts dafür, aber das ist ganz gefährlich für ihre Veranstaltung. Und wenn du jetzt auf eine Entwicklung zuläufst, und das ist natürlich der Fall bei Hawaii, dass selbst Profi-Athletinnen und Athleten absagen müssen, weil sie das finanziell nicht darstellen können, dann bist du in einem sehr gefährlichen Fahrwasser unterwegs. Ja, weil wir haben ja jetzt schon bei den aktuellen Rennen in Europa gesehen, dass so viele Leute die Slots nicht angenommen haben, obwohl es ja eine Inflation an Slots gerade im Frauenbereich gegeben hat. Ja, und wir hatten jetzt ja zum Beispiel Caro Lehreder, die das sehr früh schon gesagt hat, vor Frankfurt, die hat gesagt, nee, ich fahre da nicht hin, selbst wenn ich mich qualifiziere, ich kann es nicht darstellen. Und jetzt Andy Stakovic, ja, das sind ja jetzt nicht Nobodies. Das sind halt Leute, die durchaus in der Lage sind, Top-10-Platzierungen zu machen. Wenn das anfängt, dann kannst du deine Veranstaltung sehr schnell an die Wand fahren. Ja, ich war so unfassbar froh, dass ich durch meinen Ironman France-Sieg den Slot für Hawaii eingeholt hatte. Der nächste Schritt war, die Reise zu planen und alles fest zu buchen. Aber der Wind wurde mir total schnell aus den Segeln genommen, denn die Reise ist unbezahlbar teuer. Und somit konnte ich es mir im besten Willen nicht leisten. Natürlich bin ich etwas enttäuscht, nicht auf die Insel zu kommen und zu zeigen, was ich drauf habe. Jedoch habe ich das nun akzeptiert und werde andere Rennen ins Auge fassen. Ja, gerade hast du eine derjenigen gehört, die es leider dieses Jahr getroffen hat. Svenja Tös hat vor ein paar Tagen offiziell auf Instagram bekannt gegeben, dass sie Hawaii-Projekt dieses Jahr leider nicht stemmen kann. Und übrigens, by the way, klang jetzt vielleicht ein bisschen nach Ablesen bei ihr. War es teilweise, glaube ich, auch. Ich hatte Svenja angeschrieben und sie war so freundlich, mir Fragen schriftlich schon mal zu beantworten. Und im Nachhinein hat sie mir das nochmal per WhatsApp-Sprachnachricht sozusagen nachträglich eingesprochen. Also ja, dadurch hier auch die Insights von einem der Pros, die es leider dieses Jahr erwischt hat sozusagen. Und gerade vielleicht auch bei den Pros, die noch nicht in der allerhöchsten Liga spielen, ist es halt wirklich ein Kalkül. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die Marco Sommer immer wieder in seinen Interviews mit den Pros festgestellt hat. Der Punkt ist der, bei den Pros, gerade bei den Pros, ich meine, das habe ich auch aus den Gesprächen innerhalb der letzten Jahre gelernt, wenn du nicht Top 10 wirst oder machst in Hawaii, hat sich die ganze Reise nicht gelohnt, ja. Klar, auf der einen Seite ist es halt der Place to be im Monat Oktober, oder war es bislang, wo Unternehmen oder wo Athleten auf Unternehmen kommen. Im Prinzip so eine Art Bühne, ja. Und nur wenn du halt, nenn mir den Viertplatzierten von Hawaii 2019. Kennt keiner, ja. Das Ding ist halt, wenn du wirklich da den besten Benefit für dich als Pro rausholen willst, dann musst du wirklich Top 3 machen. Ansonsten kräht kein Hahn mehr danach und erst recht nicht nach Platz 11, ja. Was echt super schade ist. Also halten wir schon mal fest, das mit den Preisen ist natürlich jetzt nicht primär Ironmans Schuld, ja. Eine andere Sache ist es allerdings mit der Verkündung, dass es auch 2023 auch wieder 2 Renntage geben wird. Und das kam in der Szene gar nicht gut an. Und vor allem versteht auch keiner so richtig, auf welcher Basis eigentlich Ironman hier die Entscheidungen trifft. Und um da mal so ein bisschen Transparenz zu schaffen, also es gibt tatsächlich einmal im Monat so ein Treffen zwischen Ironman und den Locals. Und da wird anscheinend Tacheles geredet. Also wir haben einmal im Monat ist immer ein Treffen mit Ironman, wo wir alle Race Directors in einen Raum reinkommen und öffentlich für die Public ist. Und wir können alle Fragen stellen, die wir wollen. Und die werden alle offen beantwortet. Vor 2 Monaten sind wir dahin und haben richtig Radau gemacht, weil, wie gesagt, das mit den 2 Renntagen dann angekündigt wurde. Ich keinen Filter, kein Blatt vom Mund und stelle auch direkt die Frage, was sie denken, so viel Kohle zu verlangen, was sie denken, nächstes Jahr ohne dieses Jahr gehabt zu haben, schon wieder 2 Reichstage zu planen, alles sowas. Und die beantworten die Fragen, auch wenn sie sehr unangenehm sind, beantworten die. Und ich sage auch, ja, Mythos Hawaii, was ist damit? Einige Leute sagen, wir sterben. Und dann sagen sie, ja, wir wollen natürlich auch das Beste tun, was wir können, bla bla bla. Also der Kontakt ist da schon da und die Kommunikation ist sehr, sehr offen gerade hier. Aber ich verstehe natürlich, dass das sind alles so Sachen, die nach außen gehen, nicht jeder sehen kann und natürlich gerade in einem anderen Land schwierig zu verstehen sind.
Also wie wir hören, vor Ort wird schon miteinander geredet und auch Alex berichtet davon, dass jetzt nicht alles scheiße ist auf gut Deutsch, sondern man schon sieht, dass Ironman sich zumindest mal Mühe gibt, die Athletinnen und Athleten entgegenzukommen. Also ich habe mich qualifiziert im August 2021, also jetzt auch schon ein bisschen länger als ein Jahr her und hatte dadurch auch noch mehrmals die Möglichkeit, mich irgendwie umzumelden. Also die ursprüngliche Quali ging für Hawaii im Oktober 2022, also so wie es jetzt auch stattfindet. Als dann aber Hawaii von Februar auf St. George im Mai verschoben wurde, da gab es nochmal die Möglichkeit, dass man auch im Mai in St. George startet. Man hätte sogar sich in Hawaii aussuchen können oder eine Ironman-Weltmeisterschaft, sage ich mal so. 2023 bis 2025 war es, glaube ich. Also man war da ziemlich frei und flexibel, wann man denn wo starten möchte. Von daher kriegt man ja als Athlet schon mit, dass da sehr viel Bewegung gerade drin ist. Ich persönlich hätte gedacht, dass diese zwei Renntage, die es ja jetzt gibt dieses Jahr, dass das eigentlich nur eine Corona-Ausnahme ist, weil sich einfach so viele Qualifizierte angesammelt haben, dass es da keine andere Möglichkeit gibt. Ich habe mich extrem gewundert, dass Ironman schon vor Austragung des diesjährigen Rennens entschieden hat, dass es nächstes Jahr wieder so kommen wird, weil es für mich mit echt vielen Risiken einhergeht. Also ich war 2019 schon mal vor Ort, da war es dann die Hälfte der Teilnehmer und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Kailua Kona komplett ausgestorben war. Also auch da war schon einiges los. Ich kann es mir schwer vorstellen mit der doppelten Anzahl an Menschen. Ralf habe ich dann auch nochmal gefragt, wie das jetzt eigentlich genau funktioniert mit der Übertragung an zwei Renntagen und ja, wie er die Entscheidung einschätzt und wie er dazu steht. Ich glaube, dass das nicht gut ist für beide Geschlechter, weil die Frauen dann aus dem Wochenende rausfallen. Ja, und auch wenn es hier, ich habe das gesagt, beim ZDF wird das Frauenrennen genauso behandelt wie das Männerrennen, aber es ist Donnerstag. Ja, es ist die Nacht von Donnerstag auf Freitag. Das ist jetzt erstmal für Europa eine ganz andere Hausnummer und das ist auch in den USA eine andere Hausnummer. Ja, also deshalb, ich glaube, dass man da den Frauen gar keinen Gefallen mit tut. Ja, ich muss mich outen. Ich habe Ralf hier im Gespräch schon verraten, dass ich sogar Freitag extra freinehmen werde, um das Frauenrennen anzugucken. Aber er meinte eben auch sofort, sorry Sören, die Nerds, die muss man natürlich immer rausstreichen aus der Rechnung. Und da hat er natürlich recht. Ja, es geht ja natürlich hier, die breite Masse irgendwie abzuholen und auch ja, potenziell Ausdauersportinteressierte. Und zu den zwei Renntagen, also klar, dass das Protagonisten wie Svenja nicht besonders toll finden, das ist natürlich auch klar. Ganz ehrlich, meine persönliche Meinung dazu ist, dass ich es nicht befürworte. Mein Umfeld hat mir gleich auch schon mitgeteilt, dass sie das Männerrennen anschauen werden, aber nicht das Frauenrennen. Ganz einfach, erstens, weil freitags ein Arbeitstag ist und die Leute arbeiten müssen und zweitens, weil sie nicht zwei Rennen über 8 Stunden schauen werden. Ich persönlich kann das total nachvollziehen, dass ein Berufstätiger sicherlich nicht die Nacht von Donnerstag auf Freitag durchmacht und dann freitags völlig fertig auf der Arbeit zu sitzen. Also nochmal, es soll hier nicht der Eindruck entstehen des Ironman-Bashings und wahrscheinlich wird es hier immer Kritik geben, egal welche Lösung man findet. Naja, und apropos Lösung, Ralf und Marco haben ja auch nochmal zwei Ideen in den Topf geworfen, wie es vielleicht eben auch funktionieren könnte. Ich weiß nicht. Ich meine, diese Zweitageslösung hätte vielleicht was sein können, vielleicht wenn man es halt wie Samstag, Sonntag macht oder so. Aber und dann wirklich halt wie nur Frauen und Männer, weil das wusste ich gar nicht, ja, dass da wieder ein Mischmasch ist, weil ja, so hätten halt die Frauen wirklich halt einen kompletten Fokus gehabt, was sie echt verdient haben. Ich bin allerdings auch der Meinung, dass die Frauen anders in das Gesamtrennen eingebettet werden müssen. Also meiner Ansicht nach müsste es so sein, dass die Frauen so viel früher starten, dass sie vor den Männern im Ziel sind. Dass eben nicht dieses Mitschwimmen der Frauen im Gesamtkosmos des Männerrennens passiert, was halt ja auch sportlich Konsequenzen hat, sondern dass es anders ist. Ja? Siehe New York Marathon, siehe London Marathon. Klar, sind nur Marathonveranstaltungen, ist logistisch etwas anders, aber es ist darstellbar. Naja, und insgesamt muss halt da einfach eine ehrliche Kommunikation her.
Ja, aber nicht vertun, ne? Nochmal, da ist jetzt Ironman nicht alleine. Ja, die müssen halt klar und eindeutig mit ihren Kundinnen und Kunden, das sind nun mal die ganzen Starterinnen und Starter, müssen die kommunizieren. Ja, sehr klar. Ja, und die im Zweifel auch einbeziehen. Ja, wie stellen sich das die tausende Leute vor? Wir dürfen halt auch nicht übersehen, amerikanische Athletinnen und Athleten können eine ganz andere Sichtweise haben, als wir aus Europa das haben. Ja, weil das ist natürlich für die eine kürzere Anreise und so weiter. Also deshalb nicht wir Europa, Mittelpunkt der Erde. Ja, machen wir ja sehr gerne. Ja, warte mal auf die Auseinandersetzung um die WM in Katar. Das ist halt immer, wir sind immer die moralisch Hochstehenden, die die ganze Welt belehren wollen. Und das ist nicht richtig. Ja, aber Kommunikation viel klarer und transparenter machen. Ja, vielleicht noch ein Beispiel zum 2023er Raceplan. Das ist halt auch so ein Thema, nicht? Die Frage ist ja, oder die Idee ist ja naheliegend, okay, man wartet erstmal ab, wie das Rennen dieses Jahr ist und dann plant man für nächstes Jahr und wie man das alles da angeht. Aber zumindest haben hier Flo und Franz auch nochmal gesagt, warum das nicht so richtig funktioniert. Das ist ganz einfach, am Ende des Tages müssen die halt, und das liegt halt an uns, an unserer Legislatur, die, wie halt hier die Politik funktioniert, unser Bürgermeister, der Mayor, hat sozusagen mit denen gesprochen und die machen mal einen Zweijahresplan. Und es war einfach sozusagen schon, ja, das ist der Plan für nächstes Jahr, so sieht's aus, boom, und der hat das approved. Ob das alle geil finden oder hinter ihm stehen, ist eine andere Sache. Im Dezember dieses Jahres werden sie entscheiden, was sie in 2024 machen wollen. Diese Entscheidung, ob man nächstes Jahr, die muss man frühzeitig treffen, weil in einem Monat fangen schon die Qualifikationen an für 2023. Das heißt, man muss jetzt schon überlegen, wie viele Slots man haben will, was man haben will. Das kann man nicht bis Oktober warten, um zu entscheiden. Das ist viel zu spät. Und deswegen haben sie für 2023 schon gesagt. Ich habe auch gedacht, warum nicht warten? Aber die Entscheidung, die muss im Juli, August getroffen werden, spätestens, ne? Tja, was bleibt? Und welche Fragen stellst du dir jetzt? Ich habe die Recherche und die Interviews natürlich auch deswegen gemacht, weil ich eben genau die Fragen, die ich eingangs in dieser Folge hier gestellt hatte, eben ja mal beantwortet bekommen wollte, eben von Leuten, die es wahrscheinlich wissen könnten. Und ja, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich das jetzt deutlich besser einordnen kann. Ich meine, es ist schon klar, dass Ironman jetzt hier nicht, ja, ist jetzt nicht der alleinige Boomer, nicht? Also das war einem eigentlich auch vorher klar, aber so nochmal ein bisschen darüber nachzudenken, ist, glaube ich, auch immer, tut uns auch ganz gut, das mal zu reflektieren und nicht immer ungefiltert alles von den Medien bzw. von Social Media so aufzuschnappen. Und ja, ich meine, gerade wie Ralf schon sagte, in der heutigen Zeit ist es halt sehr, sehr leicht, nicht? Stichwort Multiplikator, Social Media und so. Und zur Wahrheit gehört aber auch, dass eben leider so, ja, man muss es so sagen, nicht die desolate Kommunikation in den Medien und in der Öffentlichkeit und auch natürlich bei den Kundinnen und Kunden, dass das seitens Ironman eben auch dazu beiträgt, dass alle so ein bisschen unzufrieden sind. Und ich hatte es ja eingangs angeteasert, dass ich natürlich auch Ironman selbst logischerweise zu Wort kommen lassen wollte, also Verantwortliche bzw. Vertreter, ja, eine Bühne geben wollte. Ich meine, ich bin mir bewusst, dass dieser Podcast ja ein sehr, sehr kleiner Fisch im Triathlonbecken ist. Aber es ist halt die Art der Kommunikation, nicht, wie ich sie jetzt auch leider wieder persönlich in dem Austausch erlebt habe, was das so ein bisschen alles widerspiegelt. Kurzum, Ironman war leider nicht bereit, hier mir ein Interview zu geben und es war überhaupt fast kein Rankommen. Und ich habe auch wirklich, ich habe mehrere Wochen wirklich auf allen Kanälen probiert, jemanden zu erreichen, Kontakt herzustellen. Und es kam dann auch ein Kontakt zustande über die offizielle Pressemail. Also es kam eine Antwort und leider aber auch erst nach längerem Hinhalten und nachdem ich dann auch so ein bisschen meine Enttäuschung mitgeteilt hatte, dass sich leider mein Eindruck auch da wieder nur bestätigt. Und ja, es kam ein schriftliches Statement. Der Inhalt der Pressemitteilung lautete in etwa so, dass ja Ironman jetzt natürlich auch nichts kann für die hohen Reisekosten. True. Und dass das Event nun mal sehr an einem sehr begehrten Ort stattfindet, wo ja auch noch Inflation und lokale Politik auch noch eine wesentliche Rolle spielen. Auch true. Und dass man, Zitat, immer auf der Suche nach Bereichen ist, in denen wir das Gesamterlebnis der Athleten verbessern können. By the way, nicht gegendert. Mag alles stimmen, aber wieso ist es eigentlich so schwer, einfach mal klipp und klar ein paar Sachen transparent in der Öffentlichkeit zu teilen? Ich glaube wirklich, dass das viel Druck aus diesem Konflikt
ja, nehmen würde. Das waren sie, meine 5 Cent zu Ironman Hawaii Madness. Danke fürs Zuhören bis hierher. Teil die Folge gerne auf Social Media, wenn du das ganze Tohuwabohu jetzt ein bisschen besser für dich einordnen kannst und das Gesagte spannend fandest. Und übrigens kannst du mich auch auf Steady für meine Arbeit mit einem kleinen monatlichen Betrag gerne unterstützen. Das hilft mir enorm, um ja genau solchen Content hier noch öfter und in hoher Qualität rausbringen zu können. Den Link findest du in den Shownotes dazu. Und ja, dann würde ich sagen, bis bald. Schon mal viel Spaß beim Streaming-Marathon Donnerstag und Samstag hoffentlich. Wir hören uns und last but not least wollte ich dann auch noch von meinen Interviewpartnerinnen wissen, wie sie die Zukunft einschätzen und oder was sie sich vielleicht in Bezug auf Kona bzw. Ironman wünschen würden. Das wird sich so auf gar keinen Fall beruhigen, solange die drei großen Player sich nicht committen und gemeinsam eine Veranstaltung daraus machen, wird sich das nicht ändern. Ja, überleg mal alleine, wie viele Langdistanz- und Mitteldistanz-Europa- und Weltmeisterschaften wir haben. Das ist Blödsinn. Kein einziger Sport, der irgendwie eine Relevanz haben will im Kanon der Gesamtsportarten, würde so etwas jemals anrichten. Ja, das ist wie Boxen. Ja, die haben 13, 14, 15 Verbände und jeder ist Weltmeister, aber es ist nichts Wertiges dabei. Es wäre super toll, wenn Ironman ihre Profis unterstützen würde, zumindest mal mit Unterkünften vor dem Wettkampf, damit auch alle teilnehmen können. Wenn du Leute auf den Ironman Hawaii ansprichst, werden immer die Augen groß werden, egal ob Triathleten oder nicht. Womit Ironman, glaube ich, extrem aufpassen muss, ist die Wertigkeit der Rennen. Einfach weil eine WM auf einmal mit doppelt so viel Starterplätzen, natürlich sind da vorne die Stärksten, sind immer noch weiter vorne. Aber ich glaube, dieser ganz große Reiz, sich mal für eine Weltmeisterschaft zu qualifizieren, die könnte, glaube ich, über kurz oder lang bei einigen Personen abnehmen. Ich glaube, du musst einfach offen und frühzeitig und transparent kommunizieren. Natürlich kannst du nicht alles heilen als Unternehmen, das ist mir schon klar, aber es gab ja jetzt genug Beispiele, wo man gesagt hat, okay, das hätte man einfach anders machen können, und ich glaube, dann stößt man in dieser Szene auf sehr, sehr viel Verständnis. Triathleten sind ja bereit, sehr viel zu geben, sie sind aber auch bereit, irgendwie viele Eingeständnisse zu machen und können, glaube ich, viel nachvollziehen. Dafür ist es aber immer wichtig, dass man Dinge erläutert. Das soll jetzt kein Bashing gegenüber Ironman sein, sondern das ist eine konstruktive Kritik. Ich weiß nicht, ob sich jetzt jemand von Ironman anhören wird oder nicht. Was mir halt fehlt ist, wenn ich jetzt so an Ironman denke, dann fehlt mir ein Gesicht in Deutschland zum Beispiel. Ich weiß nicht, welche Gesichter in der Spitze in Deutschland arbeiten für Ironman. Weiß ich nicht. Das war zu Zeiten von Björn Steinmetz etwas anders. Der war etwas medial auch präsenter, sage ich mal. Und ich kann, bis auf Pascal Morillon, kann ich kein anderes Gesicht halt mit der Marke Ironman in Deutschland verbinden. Was nicht nur mir geht, sondern auch vielen anderen. Und global kann ich das jetzt nur nicht so beurteilen. Einfach deswegen, ja, jeder kennt halt US Headquarter Andrew Messick. Aber so richtig medial auftreten tut er auch nicht, ja. Und ich sag mal, da ist mit Sicherheit noch Verbesserungspotenzial. Und was mit Sicherheit einen Riesenunterschied machen würde, wenn sich jemand dahinstellen würde von Ironman, um dann einfach Rede und Antwort zu stehen bei solchen Themen, wie es jetzt zum Beispiel in Dresden passiert ist. Ich habe hier mit Verantwortlichen geredet. Nächstes Jahr sind ja wieder zwei Renntage. Ich hätte gedacht, man müsste erst mal dieses Jahr stattfinden lassen, um das wieder so zu machen. Aber ich bin ja auch großer Fan davon, und das machen wir hier auch in meiner Firma. Supporten vor allen Dingen Female Athletes, und das ist ein guter Schritt, den wir nächstes Jahr gehen, mehr Frauenplätze zu haben. Zwei Eagle Race Days finde ich gut, und die Gesamtzahl ist nicht so hoch wie dieses Jahr. Dieses Jahr haben wir 5.000 Athleten, nächstes Jahr wären es so 3.800 ungefähr, wenn überhaupt. Also das ist schon mal ein guter Schritt, das heißt schon mal, es ist nicht pure Geldgier. Das Geilste, was es eigentlich gibt für dich oder für mich gibt, ist, wenn du hier lebst, war letztes Jahr, als Stella zum Beispiel gekommen ist. Ja, du gewöhnst dich daran, lebst jeden Tag auf Hawaii, ist alles für dich normal, hier jeden Tag schwimmen gehen, etc. Aber wenn du dann wieder die Leute siehst, die vielleicht hier noch nie waren, und was die mit für großen Augen, die herkommen, und wie die sich über alles freuen, wow, Kona, so geil. Und also da merkst du dann, spätestens da merkst du dann, dass der Mythos definitiv am Leben ist, und der hat nichts damit zu tun, wie teuer ein Hotel ist, und der hat nichts damit zu tun, ob jetzt mal ein, zwei Jahre es hier ein bisschen eng wird, weil es einfach nach Corona Probleme gibt und sich da wieder Sachen real adjustieren müssen,
sondern der ist in den Köpfen vorhanden und den merkst du in jedem einzelnen Triathleten, der hier auf der Insel landet und wenn du denen in die Augen schaust und mit denen redest. Das ist der Mythos.